Ich leite jetzt, obwohl es erst 11.26 Uhr ist, zum Tagesordnungspunkt 11.30 Uhr über, und zwar zu Klaus Weber. Klaus Weber hat sich bei uns gemeldet aus München. Er ist dort Professor an, ich habe es aufgeschrieben, Professor für Sozialpsychologie an der Hochschule für angewandte Sozialwissenschaften in München. Und in einem Telefonat, wo ein Wort das andere gab, erzählte er, wie wichtig für ihn das Werk von Christian Geißler In der Leere sind, und hat entwickelt sozusagen, dass er eigentlich in Seminaren Studentinnen und Studenten, Studierenden sagt man heute, manches mit einem Geißler-Zitat klarer machen kann als, ja, ich weiß nicht womit, mit theoretischen Erörterungen, Erkenntnissen. Und dazu hat er in München Veranstaltungen geplant, die alle Corona zum Opfer gefallen sind. Und dazu, so habe ich das verstanden, soll auch heute sein Vortrag gehen, dem Schlachthaus Die Stirn, die Liebe. Christian Geißlers Menschenliebe von Kalte Zeiten bis Kamalatta. Wir merken, wir kreisen um dasselbe Thema. Klaus Weber, Bildschirm frei. Sie müssen noch das Mikrofon wieder aufschalten. So, ja. Ja, vielen Dank, Herr Grumbach oder Detlef Grumbach. Ich sehe mich selbst klein und Sie jetzt groß. Ist das in Ordnung? Oder sehen mich alle das anderen ist eine groß? Das ist eine Frage Ihrer Einstellung des Bildschirms. Ja. Aber das, was nach draußen geht, soll eigentlich immer nur den zeigen, der spricht. Okay, das heißt, herzlichen Dank. Außen sieht man Sie groß und mich klein wahrscheinlich, oder gar nicht? Dann weiß ich, dass ich mit Ihnen rede oder mit allen. Ja, ich habe ja schon viele Vorlesungen gemacht und viel so Vorträge, aber ich bin wahnsinnig nervös heute. Ist mein erster Zoom-Kontakt. Ich mag das Ganze gar nicht gerne, aber es ist keine andere Möglichkeit. Und dann ist es so, dass der Jochen Schimmang auch so eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt hat. Der schöne Vogel Phönix war für mich ein ganz wichtiger Roman, um links zu bleiben oder zu werden. Und dann nach einer schweren Krebserkrankung habe ich Sabine Peters Feuerfreund gelesen, wo ich viel Tränen vergießen musste, aber auch gemerkt habe, wie gut mir dieser Roman tut. Und ja, deswegen bin ich so nervös, weil mir die beiden so nahe sind und ich kenne sie ja gar nicht. Sollte zwischendurch die Technik versagen, ich arbeite am Computer meines Sohnes und ein paar Mal ist jetzt der Router sozusagen schon abgestürzt, da muss ich nur was klicken. Und Herr Grumbach, Sie geben mir vielleicht ein Handzeichen, wenn Sie mich nicht mehr hören, dann kann ich das ganz schnell verbinden. Ja, ich mache nichts zum Studium. Ich habe einen eigenen Text gemacht zu dem Thema Liebe. Wir hatten ja jetzt schon viele das Leben und die Radikalität. Mir ist zu Sabine Peters noch eingefallen, statt Konsequenz das Radikale. Wobei Marx ja steht, radikal sein ist die Sache an der Wurzel packen und die Wurzel ist der Mensch. Da komme ich aber noch drauf. Ich habe meinen Vortrag oder meine Kleinstvorlesung heute in 6 kleine Kapitel unterteilt und viele eingeführt mit einem Zitat. Kapitel 1 ist meine Geißler-Geschichte und das Zitat ist von Marie-Louise Fleißer und es könnte auch von Christian Geißler sein. Und ist doch so, dass du die Tür aufreißen möchtest und so viel Verlangen hast in dir drin, dass dir Flügel herauswachsen müssten. Es muss im Herbst 1988 gewesen sein, dass ich Kamalatta mir zulegte. Nach einer Erzieherausbildung konnte ich abiturlos studieren. Täglich die Frankfurter Rundschau und wöchentlich die Deutsche Volkszeitung lesend, hatte ich schon einige politische Stationen hinter mir. Mitglied der katholischen jungen Gemeinde, die der damalige Bundestagsabgeordnete der CSU, Hans-Graf Huyn, einen neomarxistischen Stoßtrupp nannte, was mich neugierig mehr auf Marxismus und weniger auf die Truppe machte. 1-2 Jahre später SPD, rein weil Arbeiterkind, raus wegen der Nachrüstung. Gewerkschaft, rein weil Arbeiterkind, bis heute geblieben. Als Lesezeichen meiner alten Kamalatta-Ausgabe diente ein Zeitungsschnipsel,
den ich weder mit Herkunft noch mit Datum beschriftete. Heute weiß ich, dass er vom April 1989 sein muss. Darauf zu lesen eine Erklärung von Christian Geißler, der mit Sabine Peters im Hungerstreik lebt, um die politischen Gefangenen zu unterstützen. Wir werden Menschen sein, steht dort als Überschrift. In Prozess im Bruch erscheint es unter Geschrei auf Seite 15. Im Text finde ich das Wort Schlachthaus, ohne zu verstehen, wofür es steht. Zitat, das übernehme ich von Sabine Peters, diese Anführungszeichen, das hat mir gefallen. Aber jetzt bin ich alt, jetzt schreie ich mit leeren Händen. Im Schlachthaus die Beschwörung allein nur noch mit meinem Körper. Der ist nicht groß und ist nicht stark. Geißlers Schlachthaus, die BRD, die Ordnung der Killer. Dagegen setzt er einen imaginierten, riesigen Körper lebendiger Menschen. Körper aus uns, der das Leben liebt, gnadenlos praktisch jetzt gegen die Ordnung der Killer. Das ist das Ende des Zitats. Nicht um Körper, Liebe, Leben allein geht es Geißler, vielmehr um diejenigen, die wissen, dass die gesellschaftliche Ordnung in unseren Ländern tötet, Tag für Tag. Gegen diese Ordnung und die, die sie in tagtäglicher Tat aufrechterhalten, gegen das Pack ist die Liebe gesetzt. Dem Schlachthaus die Stirn, die Liebe. Dass aber die Liebe nicht allein sein darf, das miteinander verflochten, Lust und Glück, das ist als Feuerfreund, nicht sein darf der Rückzug ins Private, ins reine Genießen, in nur romantische Szenen ohne Weltanschluss, sondern dass die Liebe das Glück aller Menschen als Grundlage erheischt, um Glück zu sein, ist für Christian Geißler eine Selbstverständlichkeit. Es liefert die hebräische Bibel, die Geißler im Literaturgepäck stets mit sich trägt, dazu die Vorlage. Im Buch der Prediger in Kohelet: Es gibt kein in allen Tun gründendes Glück, es sei denn, ein jeder freut sich. Die Liebe also, was soll das sein? 2. Liebe als Produktion gegen das Pack. Marx schreibt zu Liebe, doch wer weiß das? Unmöglich zu vermuten, dass gerade in einem Text, der zur Kritik der Hegelischen Rechtsphilosophie heißt, dazu das Wichtigste zu finden ist. Die Entfremdungserfahrung der Menschen in kapitalistischen Verhältnissen ist allseitig. Sie entfremdet uns von der Natur, von uns selbst, von unseren körperlichen Bedürfnissen und zuletzt von den anderen Menschen. So sind die Möglichkeiten zu menschlichem Arbeiten, Leben und Lieben kaum gegeben. Wir werden Menschen sein. Geißlers in vielen Texten zu lesendes Credo, das von Ernst Bloch sein könnte, meint exakt diese Entfremdungserfahrung. An diesem Punkt kommt die Liebe ins Spiel. Wenn Selbst- und Weltliebe in einem wechselseitigen Verhältnis stehen, so wird beim Lesen der Marxischen Ausführungen klar, dass wir auch in der Liebe, die für Marx eine Produktion, ein gemeinsames Herstellen ist, weder zu uns noch zu anderen noch zur Welt finden. Zumindest in einer Gesellschaft, in der wir tagtäglich uns verkaufen müssen für einen Zweck, den wir entweder nicht verstehen oder nicht billigen. Weil aber die Liebe zu uns, zu den anderen und zur Welt in einer unliebsamen Gesellschaft kaum verwirklichbar ist, wird sie verklärt bzw. in die Form körperlicher Lust und Sexualität verschoben. Marx sieht Liebe weder als etwas nur Sexuelles noch als etwas rein Platonisches. Sollten in einer kommunistischen Gesellschaft unsere Fähigkeiten und Bedürfnisse zum Zuge kommen, können Liebe und Menschlichkeit erst entwickelt werden. Wenn Marx vorgeworfen wird, seine Schriften und Pamphlete seien hasserfüllt und voller Verachtung und Gnadenlosigkeit, stimmt dieser Vorwurf in Bezug auf gesellschaftliche Verhältnisse, welche uns das Menschsein verunmöglichen. Wilhelm Liebknecht, Karls väterlicher Freund, drückte an Marx' Grab den Gedanken so aus: Sein Hass
war der Liebe entsprungen. Einer derjenigen, die Marx' Gedanken zur Liebe produktiv aufgenommen hat, ist Bert Brecht. Der auf den ersten Blick absurde Gedanke, Liebe sei eine Produktion, wird von ihm in Metis Buch der Wendungen erklärt. Sie verändert den Liebenden und den Geliebten, ob in guter oder in schlechter Weise. Den Besten gelingt es, ihre Liebe völlig in Einklang mit anderen Produktionen zu bringen. Dann wird ihre Freundlichkeit zu einer allgemeinen und sie unterstützen alles Produktive. Wenn Brecht von den Besten schreibt und von deren freundlichen Produktionen, meint er nicht diejenigen, die Liebe als Leistungssport begreifen, sondern diejenigen, die wissen, wie gesellschaftliche Verhältnisse so zu verändern sind, dass die Liebe über eine Zweisamkeit hinausführt ins Gemeinwesen. Wenn die Liebe die privatisierte Humanität ist, so ermöglichen menschliche Verhältnisse eine Erweiterung unserer Liebesfähigkeit. Das heißt, für das Lieben in einer Gesellschaft, in der Neid, Habsucht, Konkurrenz und Ausbeutung nicht existieren, ist die Produktion von Liebe eine selbstverständliche Möglichkeit. Es geht alles Liebe nur fleißig, schreibt Geißler in Kinderessen, einem Liebeslied. Wie schrecklich. Sich Liebe zusammendenken zu sollen mit Fleiß, der Eltern und Lehrer sprachlich ins ungeliebte Schulkorsett zwängt, zudem im Wörterbuch weitere ungeliebte Erklärungen wie tatkräftiges Streben und jedes Ziel muss erarbeitet werden zu finden sind. Wenn wir Liebe als Tätigkeit denken, die im Gegensatz zu Verheißungen bei Parship unbedingt mit Befreiung aus den fesselnden Logiken des Pakts sowie dem politischen zusammenzudenken ist, dann ist sie ein unabschließbares Tun, das als Vorschein einer gerechteren Welt zur Menschenproduktion schlechthin gehört. Zitat aus Winterdeutsch: Also ist Produktion auf allen Ebenen genau das, was wir wollen. Kein Produktionsprozess und erst recht der Prozess der Befreiung geht ohne scharfe Zielsetzung gut. 3. Der Einsatz schreiben. Ein Überschriftszitat: Wenn du Marxist bist, wird niemand deine Romane lesen. Dietmar Dart. Immer weniger Menschen lesen, immer weniger Menschen schreiben und immer weniger Menschen lesen Texte, die geschrieben sind wie die von Christian Geißler. Als Peter Handke auf der Princetoner Tagung im Jahr 66 der Gruppe 47 ihren Autoren die mangelnde Fähigkeit zur Beschreibung der wirklichen Verhältnisse vorgeworfen hatte, als Beschreibungsimpotenz, begründete er seinen Vorwurf in der Juni-Ausgabe der Zeitschrift konkret. Die Sprache wird nur benutzt. Sie wird benutzt, um zu beschreiben, ohne dass aber in der Sprache selber sich etwas rührt. Die Sprache bleibt tot, ohne Bewegung, dient nur als Namensschild für die Dinge. Wer heutzutage deutsche Belletristik liest, Kehlmann, Maron, Enzensberger, Walser, Tellkamp, Menasse, Kumpfmüller, Runge, Schulze, der kann nicht nur eine Beschreibungsunfähigkeit, was die gesellschaftlichen Verhältnisse betrifft, feststellen, sondern eine fast vollständige Unfähigkeit, Sprache so zu schreiben, dass Widerständigkeit, Unmittelbarkeitsüberschreitung oder gar Befreiung aus und in den Verhältnissen spürbar würde. Alles tote Materie, sozialdemokratisch freundlich beschriebene Probleme desinteressierter Mittelschichtsakademikerinnen, die im luftleeren Raum lebend ihre Beziehungs- und Büroprobleme ausbreiten, um sich dann in der warenförmigen Wirklichkeit einzurichten oder sich zu suizidieren. Und da sind nicht wenige vom DDR-Bashing profitierende Antikommunisten, deren liberales Geschwätz sich zu Großromanen aufbläst, die im deutschen Feuilleton in die Nähe Thomas Manns gerückt werden. Keine Reflexion, keine Bewegung, keine Widersprüche, kein Schmerz im Nachdenken über das Elend des Systems. Bei Christian Geißler dagegen jeder Satz eine Zumutung.
Wer sich auf seine Texte einlässt, entkommt keinesfalls der Schwierigkeit, nachzudenken, zu prüfen und, auch das passiert, sich und die Welt ändern zu wollen. Eines meiner Lieblingszitate: Es wird aber darauf ankommen, mehr zu wissen, auch wenn es schmerzt. Sonst wird uns die Angst gefangen halten, und mehr zu wissen heißt mehr zu fragen. Denn die Ursache unserer Mutlosigkeit und Angst ist die Weigerung zu lernen, was ist. Geißlers Sprache beschreibt nicht einfach die Menschen und ihr Leben in der Produktion dieses Lebens oder im Befreiungshandeln. Sie konstituiert eine Wirklichkeit, die die Möglichkeit von Liebe, Leben, auch Schönheit als Gegenpole zum vom Pack vorgegebenen sich zu Tode rackern im Ausbeutungssystem entwirft. Geißler nimmt, wie Jasper Nikolaisen im Neuen Konkret schreibt, das Unverständnis in Kauf, weil er es mir und uns nicht leicht machen will, die umschriebenen Situationen und die Reden seiner Protagonisten leichtfertig und schnell zu vergessen. Wer Christian Geißlers Texte liest, was nur bei hellem Bewusstsein funktioniert, wird feststellen, dass es nicht um Unterhaltung geht, sondern in den Worten Dietmar Darts, der die kleinbürgerlichen Feuilletonisten parodiert, um Manie, Verstiegenheit, Wahnsinn. Geißlers Texte erzeugen Feindschaft. Die Feindschaft besteht zwischen ihm und denen, die anderer Leute Arbeitskraft kaufen. Seit ich Geißlers Texte lese, erzeugen sie lang anhaltenden Zorn und Befreiungslust, wohl wissend, dass wirkliche Befreiung in der wirklichen Welt und mit wirklichen Mitteln durchzusetzen ist, wie Marx und Engels schreiben, und den Wunsch, die Menschen würden ab und zu mit sich und mit anderen so reden, wie Christian Geißler schreibt. 4. Die wirklich existierenden tätigen Menschen. Das ist ein Marx-Engels-Zitat aus der deutschen Ideologie. Diejenigen, welche die Politikerinnen, die Menschen draußen im Land und die kleinen Leute nennen, sind in Geißlers Texten weder draußen noch klein. Jeder und jede schleppt seine, ihre Geschichte mit, zieht daraus Kraft oder erleidet Not. Was Marx und Engels wussten, was Geißler weiß, was wir vielleicht wissen, ist: Wir müssen bei den voraussetzungslosen Deutschen damit anfangen, dass wir die erste Voraussetzung aller menschlichen Existenz konstatieren, nämlich die Voraussetzung, dass die Menschen imstande sein müssen, um Geschichte zu machen zu können, zum Leben zu leben. Zum Leben gehört vor allem Essen und Trinken, Wohnen, Kleidung und noch einiges andere. So leben in Geißlers Texten wirkliche Menschen. Sie essen, sie trinken, sie lieben und streiten sich und sie sind in die Ketten des Broterwerbs oder in andere Ketten gezwungen. Geißlers Dichtungen sind Brandwunden der Erfahrung. In dieser Welt mit der Härte von Vorschriften, Knochen und gemeißelten Zähnen, wie es so schön, unschön in einem Essay zu Marie-Louise Fleißer heißt. Ihre Dichtungen, ihre Theaterstücke stellen die Frage nach dem Zustand der menschlichen Beziehungen, genauer die nach dem Zustand der Liebe. Und wie bei Christian Geißler wird bei Fleißer die Unmöglichkeit, in Ausbeutungsverhältnissen Mensch werden zu können, zum Thema. Du hast mich nicht aufwachsen lassen wie einen Menschen, heißt es an einer Stelle in Fegefeuer aus Ingolstadt. Klagen, dass der Mensch auf seine Menschlichkeit nicht kommt, ist weder bei Fleißer noch bei Geißler zu hören. Wo die bayerische Autorin in der Beschreibung der Menschen in unerträglich bayerischen Verhältnissen eine Sprache erfindet, die keinen Ausweg aus dem Elend zeigen kann, findet Christian Geißler, wenn nicht einen Weg, so aber eine Zielbestimmung. Ein kommunistisches, solidarisches Leben in einem Gemeinwesen, das Glück, Arbeit und Liebe für alle verspricht, ohne Entfremdung. Das Elend seiner Protagonisten und Protagonistinnen schreibt er, als würde er es aus ihnen herausstreicheln wollen. Am Ende von Kalte Zeiten wird der proletarische Aufsteiger möchte gern alles
in seiner Unfähigkeit, Renate zu lieben, in all seiner Hilflosigkeit gezeigt. Zitat: Er wollte noch etwas sagen, aber er konnte nicht reden, war stumm, als läge er da, Steine auf seinem Mund. Wo kann man hier raus? Er sah zur Tür, er hätte sie öffnen können. Er sah das Fenster war nicht vergittert. Ums Haus war keine Mauer gezogen. Keinen Aufpasser gab es, keine Kontrollen, keine Strafe. Verdammt, wo kann man hier raus? Aber nicht einmal das. Kein Ton. Er fror. In Kamalata sind es die Eltern Jojos, die nicht an den Sohn im Knast denken wollen, sondern Jojo mit Seppelhut, Jojo mit Schulzuckertüte, Jojo verprallt in Turnerhöschen, Jojo geschlipst zur Konfirmation. Und die Fragen, was haben wir falsch gemacht? Prof ist es, der die beiden einfachen Leute einfach sein lässt. Und Geißler zeigt in der Schilderung ihrer Armseligkeit sein Verstehen für die Lage, in der sie leben. Die verbückt worden waren in lebenslang fremde Arbeit, verschraubt in die Lüge vom leichteren Leben, verrenkt in verkaufte Sehnsucht, verhöhnt nach Plan, geschunden. Wer hat euch so festgebunden? Es gibt kein Verbrechen, nur was sie euch jeden Tag tun, Verrat. Aber es war dem Vater nicht sichtbar, was ihn am Audi draußen verrät. Der Mutter der Tod nicht im Kasten. Wie ein Schmuckkästchen hatte sie alles geführt. Wie ein Mann hatte er seine Pflicht getan. 5. Und Feindesliebe? In Dissonanzen der Klärung, in Winterdeutsch auch, ist in Kamalata und allen Texten zu oft die Rede von Schweinen. Zitate: Im Sieg der Schweine unser Ernst ums Leben. Im Sieg der Schweine aber wir selbst. Wer sind wir dann jetzt, Kampf oder Schwein? Die Schweine wollen es so von uns und sie machen es so mit uns von klein an. Zu oft, nicht nur weil Christian Geißler in vielen Sätzen und Nebensätzen Tiere freundlich und wohlwollend erwähnt. Den Fuchs, den Pirol, die Kühe, die Gänse, Fische vielerlei Art und alles, was er besser kennt als die meisten von uns. Zu oft, weil die Ordnung der Ausbeutung und der Herrschaft damit ein Gesicht bekommt, das in die Irre führt. Keine Frage, auch Strukturen, Systemen, Ordnungen, unmenschliche erst recht, werden von Menschen gemacht und von Menschen aufrechterhalten. Im frühen Fernsehspiel Schlachtvieh sind das die Zugpassagiere. In einem Zug nach nirgendwo, auf dem Weg zum Schlachthaus. Am Ende werden sie nicht geschlachtet, was ich als Leser befürchtete, sondern sie werden zu Schlechtern. Zitat: Metzger passieren das Bild, sie wenden sich um. Sie haben die Passagiergesichter, heißt es in einer Regieanweisung. Vom Abschiebebeamten zum Bundeswehrkiller zur Rüstungsmanagerin. Unter der Aufsicht von Buchhaltern bekommen Verbrechen den Stil, den wir lieben. Ordnung und Präzision. Da vertraut man gern. In Anfrage. Und doch, wer die Managerinnen des Ausbeutens und Killens zu Unmenschen macht, in der Sprache, im Handeln, schließt sie aus, macht sie zu Objekten. Zu Objekten der Verachtung, der eigenen Überlegenheit, der möglichen Tötung. Zu unserer Arbeit gegen die Ordnung von Ausbeutung und Tötung gehört das Wissen um die von Marx im Kapital so treffend beschriebenen Charaktermasken, soweit sie Träger von bestimmten Klassenverhältnissen und Interessen sind, die er nicht verantwortlich machen will für Verhältnisse, deren Geschöpfe sie sozial bleiben. Dorothee Sölle, Theologin ohne Gott und feministisch-marxistisch arbeitend für das Himmelreich auf Erden, will bei aller Abneigung gegen die Taten der Schweine nicht vergessen, dass diese Menschen sind. Zitat: Weil für die Befreiung brauchen wir alles, was wir haben. Auch die Religion. Für die Befreiung brauchen wir mehr als das, was wir haben. Ich möchte unsere Feinde nicht nur entmachten,
Ich würde sie gern lieben können. Sie sollen doch in unser Lager kommen, bekehrt werden für die Befreiung. Trotz Feindschaft, die wir manchmal erklären zu glauben müssen, die Frage, macht es Sinn, die Handlanger der Herrschaft Schweine oder Affen zu nennen? Michael erzählt Suzette in Kamalata vom halbtoten Opa arbeitslos, indem ein Beamter im Bezirksamt aus Versehen einen gefälschten Freifahrtschein für den ÖPNV abstempelt. Der alte Mann unterlässt alles, was den Beamten Schwierigkeiten machen könnte. Und warum? Für uns, die Beamten, sind mehr alles Schweine, sind ja auch derbe Pisser dazwischen meistens. Aber egal, der Alte weiß, der Stempel Max hängt genauso weit unten wie wir. Also macht er das solidarisch, auch noch den Trick. 6. Erste und letzte Liebe. Die Menschen, alle. In Winterdeutsch schreibt Geißler, wir haben unsere erste Liebe nicht vergessen. Und nennt als Quelle die Offenbarung des Johannes. Dort steht allerdings geschrieben, ich werfe dir aber vor, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Geißler hat seine erste Liebe nicht verlassen, die zu den tätigen, lebenden und in die Kämpfe der Zeiten eingelassenen Menschen. Egal, ob sie, wie Sabine Peters schreibt, ihr ganzes Leben brauchen, um die Wunden der Kindheit zu heilen, ob sie wie Alas und wie Jojos Vater und Mutter in Bayern sich verstrickt haben in ein undurchschautes Geflecht von freundlicher Ausbeutung und Plastikfreude. Für sie alle gilt das Blochwort, wie nun, ich bin, aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst. Geißler würde wahrscheinlich ergänzen, wir werden Menschen erst sein. Dankeschön. Ja, jetzt machen wir so. Vielen Dank. Ja, Dankeschön, Klaus Weber nach München. Wollen wir da drüber sprechen? Fällt jemandem dazu? Hat jemand das Bedürfnis dazu, einen Kommentar eines? Ja, Dirk Brauner. Erst Dirk Brauner und dann. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich wollte auf die Frage der Religion zu sprechen kommen. Die Frage hätte ich eh irgendwann heute stellen wollen, weil mir das bei Geißler ja durchaus doch sehr relevant zu sein scheint und Sie das ja auch im Grunde gerade thematisiert haben. Also biografisch natürlich, protestantische Theologie abgebrochen, katholische Theologie abgebrochen und dann in die illegale KPD. Wie würden Sie das, Sie haben jetzt viel von Liebe gesprochen, das scheint mir aber auch katholisch-religiös konnotiert zu sein bei Ihnen. Ich weiß nicht, also wie würden Sie das Verhältnis von Geißler zu Religion sehen? Ja, das ist ja eine hinterhältige Frage. Das ist ein eigener Vortrag. Vielen Dank, aber ich kann da vielleicht nur passen. Ich könnte es nur subjektiv beantworten. Wahrscheinlich ist meine eigene Sozialisation mit ein Grund dafür, dass ich mich in vielen Passagen wiederfinde, die für Sie aber vielleicht mit einem ganz anderen Hintergrund schneller reflektierbar sind. Also es kann sein, dass ich da in einen, auch wenn das kitschig sein mag, wie das der Ingo Meyer sagt, aber in eine mich aufgehoben oder aufgefangen fühle durch manche Redewendungen, die religiöse Hintergründe haben, weil ich auch als inzwischen sehr ungläubiger Mensch, zumindest was diese Art von Religion betrifft, die wir als Kinder eingeimpft bekommen haben, doch viele nicht ideologische, aber ganz lebenspraktische Versatzstücke dieser Religion nach wie vor lebe. Also ob das die ganz normale, für mich normale Hilfe für Schwächere ist oder für, heute würden wir ja als Linke sagen, Unterdrückte, aber es ist auch manchmal Schwächere, die Unterstützung von Studentinnen und Studenten, die in soziale Notlagen kommen oder wenn jemand vor der Tür steht und hat nichts zu essen, den einzuladen und zu sagen, komm doch rein, bei mir gibt's was.
Also auch diese Selbstverständlichkeit, wenn man so eine Beamtenstelle in Bayern hat und, sage ich mal, genügend verdient, einfach auch so im ganz privaten Bereich, was ja manche vielleicht auch kitschig finden, aber zu sagen, wenn ich da und als Linker für Umverteilung rede, dann fängt die Umverteilung bei mir an. Also nicht, wer hat, dem wird gegeben, sondern ich gebe, weil ich habe. Und das betrifft sozusagen alle Menschen um mich herum. Aber ich kann Ihre Frage nicht beantworten, weil ich als nicht kirchlicher Mensch wahrscheinlich noch zu religiös bin. Also ein Freund von mir, ein Marxist aus Amsterdam, ein protestantischer Pfarrer, der in der DDR auch als Pfarrer gelebt hat, der sagt immer, du bist gläubig, du weißt es nur nicht. Ja, also ich finde es tatsächlich interessant. Also ich finde, dass man müsste das mal genauer untersuchen. Also ich würde mal behaupten, dass es bis in die Sprache hineingeht und es vielleicht auch Momente gibt, die man dann mit Ingo Meyer als Kitsch bezeichnen könnte, die aber eigentlich eine sehr stark religiöse Konnotation haben. Ich meine, so Sentenzen wie das Boot in der Wüste, das ist ein Bild, das könnte auch in der Bibel stehen. Ja, also also ich finde den Hinweis, auch wenn das vielleicht jetzt eher implizit bei Ihnen war, und ich glaube auch nicht, dass Geißler in dem Sinne religiös war und so weiter, aber die Frage wäre ja schon, auch für sein Werk vielleicht, inwiefern da religiöse Momente halt trotzdem noch prägend sind. Und insofern fand ich Ihren Vortrag sehr spannend in dieser Sache. Ja, vielen Dank. Ingo Meyer ist dran. Ja, danke. Ich habe es nicht ganz verstanden, muss ich sagen, weil die Semantik der Liebe mich ganz nervös macht. Ich saß so bei Luhmann zum Beispiel auch und habe einen ganz anderen Begriff von Liebe oder eine Auffassung, die sich wiederum unterscheidet von meiner privaten Auffassung der Liebe. Also Liebe ist ein Geschenk, das kann man nicht einklagen. Ja. Aber Solidarität sehr wohl eigentlich. Und bei Ihren Ausführungen fühlte ich mich dann irgendwie doch implizit erinnert, gar nicht mal so sehr an Marx, sondern vorher noch an seinen Lehrer, wenn man so möchte. Und gar nicht mal den Hegel, der Hegel ist, sondern der junge Hegel mit seinen komischen Fragmenten zu den Systementwürfen, wo ja auch Liebe über Anerkennung gearbeitet wird und dann heute von Honneth aufgenommen wird als Grundlage einer neuen Moraltheorie der Gesellschaft und so weiter. Also ich habe es nicht begriffen. Ich hätte gerne von Ihnen erfahren, ob man nicht Liebe von Solidarität separieren kann. Und dann natürlich noch die Frage, also wenn die Schweine auch Menschen sind, gebührt ihnen dann auch Liebe oder Solidarität? Wie kann man das entzerren? Das ist alles. Ja. Also das Schöne ist ja, dass sie die Thematik der Liebe ganz nervös macht. Das freut mich ja. Aber ich glaube, dass ich da anknüpfen könnte an das, was Sabine Peters gesagt hat mit diesem romantischen Anteil bei Christian Geißler. Ich finde auch nicht wie sie, dass Liebe ein Geschenk ist. Ich finde dieser Produktionsbegriff, den finde ich ganz gut, obwohl ich den Begriff Produktion natürlich das Spröde an dem Begriff nicht mag, aber die Herstellung, wenn man das mal so denkt, und ich glaube, ich habe irgendwann mal bei Nekt Kluge ganz früh, als ich noch ganz jung war, in Geschichte und Eigensinn auch was gelesen über Liebesbeziehungen, die sich sozusagen, wo sich Menschen begegnen und einen Mehrwert produzieren, aber jetzt nicht im Marxischen Sinne, sondern sozusagen jeder bringt sein Leben mit und wenn sie anfangen, dieses Leben zu teilen, wird was Drittes und kommt mehr dabei raus. Also während ich Solidarität ganz eindeutig in ein Machtverhältnis von schwach, stark und arm und reich und in die Klassen und andere, also in die Machtverhältnisse einordnen würde und dort einen Aufruf sehe von den Privilegierteren, auch wenn sie sozusagen, nehmen wir uns im Verhältnis zu den Flüchtlingen, dort Solidarität zu üben, weil in anderen Situationen sie selbst auch auf Solidarität angewiesen sind. Und der Solidaritätsbegriff wird ja heute von jedem Volldeppen verwendet in der Politik. Altmaier verlangt Solidarität in Corona-Zeiten und so. Da merkt man ja, wie diese Begriffe auch kaputt gehen und kaputt gemacht werden. Aber ich würde darauf beharren, gegen Sie, Herr Meyer, dass Liebe Kitsch ist, das würde ich sagen, das gehört da irgendwie rein. Aber ja, für Sie nicht persönlich vielleicht, weil es ja ein Geschenk ist, aber auch ein Geschenk kann kitschig sein. Ja, nur
Ich sage das deswegen, weil das sozusagen ja auch etwas ist, was auch der Kitsch könnte ja mit Marx sein, so wie die Religion, der Wunsch, die entfremdeten Zustände im Kitsch aufzuheben, aber es nicht zu können. Also sozusagen wie heißt bei Marx, die Blüten oder Blumen, die gepflückt werden wollen im Himmelreich, weil wir sie ja auf der Welt nicht haben. Und ich denke, Liebe ist ja auch kein Begriff, mit dem ich irgendwas festmachen will. Den kann man auch nicht einklagen, das ist mir schon klar. Aber in dem Liebesbegriff, wenn er nicht sozusagen kaputt gemacht wird durch Werbeslogans wie Autos lieben Shell oder anderes, das kennen wir alles, im Liebesbegriff steckt immer noch der Überschuss der Romantik und für mich auch etwas drin, das ich nicht immer benennen kann. Aber in Geislers Kammerlatte und anderem spüre ich das, was Sie auch als Geschenk betrachten, wenn diese Alersgeschichte oder diese Eltern in der Nähe von Wolfratshausen erwähnt werden, weil ich ja natürlich nicht natürlich, aber als Arbeiterkind, ich habe ähnliche Eltern gehabt. Diese Kindheitsgeschichte durchzieht sich mit diesen Menschen, die ich heute noch in irgendeiner Weise liebe, obwohl sie meine politischen Gegner zum Teil sind, also Schweine. Aber das macht so schwer, den Begriff auch festzumachen, und ich will ihn auch gar nicht festmachen. Ich bin ja auch ein bisschen drumherum gekreist, das haben Sie ja gemerkt, weil das Festmachen wäre ja schon der Fehler. Und das mit den Schweinen, das sage ich auch nur, und mit dem Dorothee Sölle-Zitat, das ist ja eine Eloge kurz vor ihrem Tod auf einem Friedhofsbesuch bei Karl Marx in London, da geht es um diese Feindesliebe. Diese Überschrift heißt ja auch "und die Feindesliebe?". Das ist das, was Schimmang und jetzt auch die Sabine Peters gesagt haben. Das Schöne an diesem Roman Kammerlatter ist, dass er nicht zu Ende ist, dass er uneindeutig ist und dass die Widersprüche bleiben. Und ich wollte sozusagen dieses Feindesliebe reinwerfen, weil ich wahrscheinlich so wie viele auch diese RAF-Leute auf der einen Seite in irgendeiner Weise durch Geisler nachvollziehen konnte und auf der anderen Seite genau diese Konsequenz schrecklich finde. Also diese Konsequenz im Sinne, wie Sabine Peters gesagt hat, und die Liebe meines Erachtens auf die Seite der Radikalität gehört. Und ich werde, wenn ich von heute nichts mitnehmen würde, ich würde dieses Bild von dem sowjetischen Soldaten mitnehmen, der seinen Genossen auffängt, eben aus Radikalität zum Mensch sein und wegen der Liebe, die er empfindet zum anderen, und nicht aus Konsequenz einem Befehl zu gehorchen. Ich könnte noch was zum Thema Religion nachtragen. Ein Zitat, das ich mir für meinen Vortrag rausgeschrieben habe, aber das ich wieder rausgekürzt habe. Es gibt die Dissertation von Sven Kramer über Christian Geisler. Es gibt sonst wenig Monographien, es gibt aber eine Dissertation aus der DDR von 1984 über Christian Geisler mit dem Titel Die Plage gegen den Stein und ein endlos langer weiter Untertitel, die eine sehr kluge, detaillierte Analyse des Werkes betreibt, aber immer da, wo sie dann zu Wertungen kommt, wo sie dann die weltanschaulichen Fehler, die Mängel und von Geisler bemerkt, aus einer DDR-marxistischen Sichtweise 1984, kommt er zu Wertungen, ja, die teilweise interessant sind und teilweise aber, muss man im Nachhinein sagen, Geisler hat dann doch wohl eher recht gehabt und die weltanschaulichen Defizite liegen dann im Rückblick eher beim Autor der Dissertation als bei ihrem Objekt. Und der schreibt über Geisler aus dieser Entwicklung zur Religion, dieses Zitat: Seine Haltung hat ihre Wurzeln in einem rigorosen christlich-ethischen Weltverständnis, das inzwischen säkularisiert und radikalisiert wurde und als die Armen und Beladenen nun die Unterdrückten ihre Nöte und Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Da ist aus der Sicht dieses Joachim Schneider die Kontinuität der Religiosität als Säkularisierte bei Geisler, und es zieht sich ja ein Faden durch die Bücher, die Anspielungen auf Bibeltexte, Bibelstellen enthalten. Eben hatte irgendjemand noch, Jochen Schimmern hatte sich gemeldet. Ich drehe mal die Kamera so, dass er in dem kann Blick... Kann ich kurz hinsetzen? Oder? Ja gut, können wir auch so machen. Herr Weber, ich fand erstmal vielen Dank für den Vortrag. Es gibt viel zu denken. Es gibt eine Sache, das ist aber jetzt nicht Ihr
sozusagen ihr Ureigenstes, wir sind ja sowieso gegen das Ureigenste, es wird in der Linken, ganz allgemein in der Debatte, nicht nur in die wir jetzt gerade hier führen, der Begriff der Entfremdung meiner Ansicht nach inflationär gebraucht. Das kann alles Mögliche bedeuten und bedeutet aber, jetzt werde ich sozusagen dogmatisch, bei Marx nur das zunächst einmal, dass den Produzenten ab einer bestimmten Art der, ab einer bestimmten Produktionsweise ihre eigenen Produkte als etwas Fremdes, nämlich als Ware, entgegentreten. Und ich finde, bevor man diesen Begriff der Entfremdung zu sehr schwammig und auch moralisierend gebraucht, sollte man eigentlich bei dieser, wir kommen ohne das aus bei weiterführenden Debatten, sollte man diese sozusagen ursprüngliche Bedeutung des Wortes beibehalten, weil alles andere zu der Hoffnung verleiten würde, als könnte Entfremdung irgendwann aufgehoben werden. Das glaube ich persönlich nicht, weil das widerspricht ja sozusagen unserer immer weiteren Höherentwicklung von Produktionsweise. Und selbst in sozusagen einer idyllischen Zukunftswelt wäre Fremdheit, Entfremdung noch ein bleibendes Element. Lars Gustafsson, über den Christian Geißler in Kamalata ja zwei Seiten einer gewissen Polemik versteckt hat, hat einmal den schönen Satz geschrieben, im Universum ist niemand zu Hause. Und das wird bleiben, denke ich. Danke. Ja. Weitere Wortmeldungen zu Klaus Webers Vortrag. Wenn das nicht der Fall ist, ja doch, Dirk Bauner. Ja, danke. Ich würde vielleicht nochmal auf das Verhältnis von Liebe und Solidarität zu sprechen kommen wollen, weil das scheint mir doch sehr interessant zu sein. Und ich würde den Liebesbegriff tatsächlich nicht so schnell abtun, wie es Ingo Meyer getan hat, gerade weil, glaube ich, ja so ein metaphysisches Moment tatsächlich drin ist. Und auch wenn Liebe geschenkt wird, ist ein metaphysisches Moment drin. Marcel Mauss, die Gabe. Wäre doch eigentlich die interessante Frage, wie sozusagen Liebe, also auch dieses philosophische Moment dann in dem Werk von Kamalata, also die Liebe quasi zur Wahrheit, wie das eigentlich politisch eingespannt, also die Tradition über Hegel und Marx natürlich, die Frage des Zweck des Lebens, die Mühe ums Leben, da ist ja ein unglaublich metaphysisches Gebäude im Grunde, das da aufgespannt wird, was auch korrespondiert mit der Liebe, glaube ich. Und die Solidarität ist eigentlich tatsächlich die Geste, die quasi wirklich diesseitig antwortet und nicht metaphysisch. Aber die trotzdem in diesen negativen Verhältnissen des metaphysischen Gebäudes. Also es ist sozusagen vielleicht eine negative Dialektik, die sich aber noch in einem metaphysischen Gebäude auffällt. Aber das wäre vielleicht auch eine Frage dann an Sie, Ingo Meyer, wie Sie dann den Solidaritätsbegriff dagegen stellen würden. Ja. Wenn ich dann, ja. Ja, vielleicht gehen wir einfach langsam über zu Ingo Meyer.